Hallo Herr Sikora, schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Was erwartet uns heute? Nudeln mehr und den auf eine besondere Zubereitungsart und zwar in Salzkruste. Wir wollen heute wissen, wie wirklich ein frischer Fisch schmeckt. Woran sehe ich die Frische des Fisches? Ist total schleimig. Die roten Kiemen. Okay. Ja, das ist dann, wenn das einmal ein Ansatz bisschen grau ist, dann ist er schon ein Tag alt. Der ist noch nicht mal ein Tag alt. Okay. Dann haben Sie die klaren Augen hier, na, wo dann absolut nichts drüber ist. Das ist Frische. Das ist frischer Fisch. Der steht in einem, dann noch sozusagen die Leichenstarre. Boah, der wiegt ja ganz schön, ne? Das sind 3 Pfund Frischfisch. Ja, Stacheln, die werden weggeschnitten, die ganzen Flossen werden weggeschnitten. Dann werden die Schuppen natürlich dann freigemacht. Ja. Die schuppen wir dann unter fließend Wasser ab. Dann wird er aufgeschnitten, ausgenommen. Dann wird das ganze frische Blut da rausgewaschen. Und ich hoffe, dass Sie bis dahin schon die Salzkruste fertig haben. Okay. Sie trennen die Eier. 3 Eier pro Kilo. 3 Eier pro Kilo. Dann wird das Eiweiß kurz angeschlagen, kommt es unter Meersalz. Dann das Meersalz, die sogenannte Kruste, kommt auf ein Backblech, der Fisch dann oben drauf. Dann decken wir den schön zu. Dann stellen wir den Backofen ein, auf eine bestimmte Temperatur, auf eine bestimmte Zeit. Und ich mache dann zwischendurch mal ein wunderbares Spargelgemüse für uns dazu. Und hinterher, wenn wir einmal die Kruste aufmachen, Genuss pur. Hören Sie das? Dann mal los. Ja, und Vorsicht, nicht verbrennen, es ist alles ganz heiß. Super. Sie sehen einfach, es ist knackig. Wir brauchen dazu nichts anderes als 2 Löffel. Wenn Sie das Ganze jetzt hier hochheben, schauen Sie mal. Traumhaft. Das ist ja unglaublich. Ne? Mm. Ein Teil in der Mitte. Ja. Wo es dann einmal zu den Gräten geht und einmal zu dem Rücken. Wir werden heute natürlich das Beste essen bei dem ganzen Luxus. Und dann einfach, wenn Sie den jetzt hier einmal längs gehen und aufmachen, dann brauchen Sie nur mit einem Löffel das Ganze jetzt hier ganz vorsichtig runterzunehmen, auf den Teller zu legen. Perfekt. Salute. Salute. Das Einzige, was wirklich schön dazu ist, ein Tropfen Olivenöl. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Ebenfalls. Herr Sikora, das Essen war unglaublich lecker. Das Komische ist, es hat gar nicht nach Salz geschmeckt, sondern absolut nur nach Meer. Habe ich Ihnen versprochen. Faszinierend. Was gibt's das nächste Mal? Ich glaube, etwas Süßes fehlt, oder? Mit der Frage habe ich gerechnet. Ich freue mich aufs nächste Mal und auf was Süßes mit Ihnen. Ich auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Also, was ich gerade gelernt habe, ist, dass man auf keinen Fall das Eigelb zum Klaren hinzupacken darf. Da muss man ganz vorsichtig sein. Oh nein! Nee, finde ich gut. Weitermachen, toll.